Die Zigarettenstummel habe ich alle am Schwanplatz in Luzern eingesammelt. In Zigaretten sind über 3800 chemische Verbindungen und über 200 davon sind giftig. Und von diesen Giftigen sind mindestens 40 krebserregend. Diese chemischen Verbindungen sind nicht nur schlecht für eure Gesundheit, sondern auch für die Umwelt. Zum Beispiel, wenn ihr Zigarettenstummel wegwerft und der Regen kommt, dann spült er die ganze Chemie ins Wasser, was für die Lebewesen im Wasser eigentlich schlimmer ist als Plastik, weil dadurch auch Pflanzen kaputt gehen. Deshalb solltet ihr, wenn ihr schon an einem Gewässer oder in der Natur raucht, einen Aschenbecher mitnehmen. Weil auch wenn es nicht regnet, kann ich nur die Stummel aufsammeln und die Asche nicht, weil die vom Wind weggetragen wird oder einfach sonst schwer zum Entfernen ist. Und im Internet gibt es für unter 10 Euro schon Aschenbecher, die man in der Hosentasche mittragen kann. Oder falls ihr keinen kaufen wollt, könnt ihr auch eine Getränkedose als Aschenbecher gebrauchen und dann die Asche in einem öffentlichen Aschenbecher entsorgen.